Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. In der letzten Folge haben wir Gronkh von seiner Schizophrenie befreit. Und heute geht es zum nächsten. Die Frage ist nur, wohin? Was haben wir jetzt hier noch ein? Hier müssen wir nicht nochmal rein, ne? Wir müssen als allererstes hier rausfinden. Immer die schwierigste Aufgabe für mich, aus dem Gebäude abzuhauen, wo ich reingegangen bin. Okay, das ergibt keinen Sinn. Wir müssen komplett runter. Uah, wo bin ich? Wie kam ich hier nochmal raus? Ich hab echt keinen Plan. Ah, hier lang, ne? Eine Dose? Na gut. So, ha! Ich hab's geschafft. Ich bin rausgekommen aus meinem eigenen Gefängnis. Ich werde wahrscheinlich eines Tages so wie Gronkh enden. Da. So, die Frage ist, er meinte irgendwas von wegen, in den Ihr habt eines der Stockwerke zurückerobert. Gut. Hilfe. Gut. Nun auf ins Musikarchiv. Noch zwei. Was macht ihr denn hier? Ich hab gedacht, ich bin hier totally safe. Ja, tschüss Xbox Live. War mir eine Freude, mit dir zu arbeiten. Was machen die denn hier? Hast du ein bisschen was zu futtern? Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wie sind die reingekommen? Die Tür ist doch verschlossen. Hä? Oh. Jetzt sehen wir doch keinen. Plötzlich kommt da so ein Speer von hinten angeflogen. Was ist denn los? Zauber. Wie kannst du tot sein? Das ist unmöglich. Er hat doch noch Leben gehabt. Naja. Hauptsache dünne Rote passt für uns. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte hier in den Koffer reingucken. Eine Haarklammer. Das ist wunderschön. Okay, wo muss ich jetzt hin? Nach oben? Okay. Das heißt hier im Foyer. Dankeschön, du Arsch. Ja, jetzt läuft er weg. Ist klar. Wirf eine Granate und lauf weg. Du bist auch so ein Assi. So, wir müssen jetzt als nächstes hier hin, ne? Sehr schön. Zumindest wurden wir nicht verkrüppelt. Aber selbst wenn, haben wir ja hier drin ein Autodog. Ha! Die können mir nix! Hier sind bestimmt überall diese Viecher, ne? Höchstwahrscheinlich. Wenn dieser Ghoul noch am Leben ist, ändere das. Oder krieg ihn sonst wie klein. Als allererstes gehen wir hier mal rüber. Hey, da scheint noch ein Duck zu sein. Ja. Die Sprechanlage, die am heilsten aussieht, ist natürlich kaputt. Ganz klar. Das ist Physik. So, wir versuchen wieder unser Bestes. Okay, das war gar nichts. Wir brauchen nur eine Erlaubnis, ne? Das ist gut. Oder wir müssen alles andere entfernen. Wobei, das war eigentlich ein ganz leichtes, ne? Das hätten wir uns sparen können. Das hätten wir auch so knacken können, bestimmt. Aber, insofern wir eine Erlaubnis bekommen, ist das natürlich auch nicht so verkehrt. Das ist eigentlich das Einzige, worauf ich gerade noch hoffe. Eine Erlaubnis. Mehr brauchen wir nicht, um das Ding hier zu knacken. Und natürlich, wie damals schon gesagt, wenn man eine Erlaubnis braucht, ist keine da. Das ist wie ein Fluch, der auf mir lastet. Oder die Erlaubnis will mich einfach verarschen. Ah, das kann natürlich auch sein. Da kommt hier immer so irgendwo noch eine Erlaubnis drum stecken. Erlaubnis, hallo? Nein? Ach, du bist doch kacke. Okay. Das ist nur leicht verriegelt. Aber egal, wir machen einfach die Taktik nochmal. Also die hat ja zweimal funktioniert. Wieso sollte sie ein drittes Mal nicht funktionieren? Das ist hier die Frage. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ha! Siehst du mal. Diese Taktik, du, ja, die kann sich sehen lassen. Liste der Shows des Tampico. Ach, ich glaube, hier können wir gucken, wo dann unser lieber Freund ist, weil er war ja damals hier schon angestellt, ne? Das Sierra Madre öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit. Zur Eröffnung unseres großartigen Casinos und Resorts veranstalten wir eine einzigartige Gala mit Künstlern von Weltrang. Miss Vera Case, Mr. Dean Domino,
Da haben wir dich. Gene Baxter und Wilfried der Zauberer. Ja, toll. Seien Sie beim größten Ereignis in der Geschichte des Westens dabei. Wir laden Sie ein zum besten Moment Ihres Lebens. Hochachtungsvoll das Sierra Madre Management. Leistungsprotokolle des Tampico. Okay, irgendwie Hologrammwachen aus, hast du nicht gesehen. Okay, da ist einiges aus. Von daher brauchen wir nichts. Ups. Das war keine Nachricht. Wir haben irgendwas eingestellt. Aber egal, haben wir irgendwas eingestellt. Von G.K. Lester. Ich bin unterwegs. 23.10.77. Ich bin gleich da, Eve. Versteck dich einfach, bis ich ankomme. Tu, was immer du tun musst, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass dir etwas zustößt. Von Evelyn R. Sands. John, Hilfe. Alles ist explodiert. Alles ist voller Rauch. Hologramme schießen auf Menschen. Wir kommen nicht raus. John, bitte. Okay. Die Hologramme sind durchgedreht. Kennen wir ja bereits. Vorkriegsbuch will ich jetzt nicht unbedingt haben. War da eigentlich noch irgendwas? Nee. Außer die Kasse, ne? Die Kasse könnten wir plündern. Ha, wusste ich's doch. Kohle ohne Ende. Okay, hier ist ein Piepen, da gehen wir noch nicht hin. Hier ist eine Pflanze, die können wir anschauen, wenn wir wollen. Ach, Wilfried der Zauberer, du bist das. Naja, okay. Das sieht aus, als wäre das draufgemalt, ne? Der Schnurrbart. Das sieht nicht echt aus. Was haben wir hier? Kein Zugang, okay. Ach nein. Wir speichern hier nochmal kurz ab. Einfach mal, weil wir es können. Wieso auch nicht? Oh. Na komm. Wir haben so viele Dietrich hier, das können wir uns leisten, einen abzubrechen. Siehst du mal. Kein Problem. War klar, dass es dann auch plötzlich sofort geht, ne? Ach du Scheiße, das Ding. Kann man nicht kaputt machen. Okay, wahrscheinlich ist das da der leichtere Weg, deswegen nehmen wir einfach mal den schwereren. Ah, das war eine Lampe! Ich habe das andere Gerät gesehen, ich hab's gesehen. Ich habe eine Lampe erschossen, wow! Ich bin der große Held, ey. Fürchtet euch nicht, der Zero hat eine Lampe erschossen. Oh, hier geht's ja noch weiter. Hör auf mit dem Piepen! Wir sollten uns auf jeden Fall mal ein bisschen Blutwurst oder so reinziehen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Okay, wir müssen das Gerät finden. Ach komm! Wieso sind das alles so eine heilen Geräte? Warte, wir können doch bestimmt hier problemlos hier rein, ne? Ja. Das war klar. Na toll, jetzt wollte ich das schmutzige Wasser da lassen. Was aber gelassen. Naja, das hätte man auch nicht abschließen müssen, oder? Stangen, Zigaretten, die Schachtelzigaretten brauchen wir auf jeden Fall. Die Haarklammern können wir auch gerne mitnehmen. Schadet nicht. Also man hört, dass die Flaschen kaputt gehen, aber sie gehen nicht kaputt. Okay, Piepen. Da hinten ist auch noch ein Piepen und wir wissen, dass da hinten auch noch ein Piepen ist. Bist du eine Lampe? Du bist eine Lampe, du bist das Piepen. Ah, hier ist auch noch so ein Piepen, ne? Diese Dreckstür! Oh, ich dachte mal, YOLO, dachte ich mir so, ne? Am Arsch. Naja, wir wissen ja jetzt schon mal Bescheid, wo alles ist. Hätte auch abspeichern können, aber ich dachte mir... Komm, hey, wir speichern zu oft ab. Das geht ja mal gar nicht. Das ist schon kein Survival mehr, wenn man so oft abspeichern kann, oder? Komm, wir öffnen nochmal kurz die Tür. Was war das hier? Achso, das war der Anfangsbereich. Zumindest hätten wir den schon mal erledigt gehabt. Die Tür, die wir geöffnet haben, war diese hier. Wieso wir sie öffnen, obwohl wir wissen, dass dahinter nichts ist? Ganz einfach. Erfahrung, Freunde. Und deswegen sparen wir jetzt eine Haarklammer. Wow. Cool. Gut. Dann...
machen wir das hier nochmal auf, ne? Nehmen wir uns hier nochmal die Haarklamm. Ah, ich wollte schon sagen, was ist mit der Haarklammer passiert? So, ach, jetzt habe ich schon wieder schmutzige Wasser mitgenommen. Egal. So, an dieser Stelle speichern wir jetzt ab, denn wir werden jetzt einfach mal irgendwo rumlaufen und uns ein bisschen umsehen. Hier piept's echt überall, ne? Man muss die Dinger doch irgendwie ausschalten können. Ich glaube nämlich nicht, dass wir so fröhlich herumlaufen können. Oh. Wir können auf jeden Fall Backstage gehen. So halbwegs. Dafür müssen wir, glaube ich, hier lang laufen. Oh, hier glänzt alles. Okay, erfordert Schlüssel, ich bin weg. Ein Schlüssel rutscht aus Veras Partituren. Jetzt wissen wir wenigstens, was es ist. Sie sind also doch da. Hab gleich gespürt, wie das Halsband wieder aktiv wurde, als die Türen des Aufzugs aufgerattert sind. Sie meinen, Sie können mir hier im Sierra Madre die Show stehlen? Glaub ich nicht. Jetzt, wo ich drin bin, tja, da brauche ich Sie nicht mehr. Was hast du für ein Problem, Dean? Finden Sie eine Möglichkeit, die Hologrammsicherheit des Tampico abzuschalten? Ah, er hat die Hologramme aktiviert, glaube ich, ne? Okay, Sie wollen mir also in den Rücken fallen? Und alles für das Sierra Madre? Sie denken, ich wäre hier der Bösewicht? Ich lege unschuldigen Menschen keine Bombenhalsbänder an und dann den passenden Schalter dazu um. Ich hintergehe sie auch nicht. Ich bin immer ehrlich zu ihnen gewesen. Diese Nummer, die habe ich ein Leben lang geplant. Sie und der alte Touristen. Zeit für eine kleine Show. Ich schnapp mir einen Platz hinter der Bühne und schau zu, was passiert. Die Sicherheit kümmert sich ab jetzt um alles. Natürlich. Dean Domino. Der gute Herr ist ja so alt, dass er damals bei der Eröffnung dabei war. Das heißt, sein Name ist Programm, sein Name ist tatsächlich in Ordnung für die Wachen, für die Hologramme. Die werden die nicht ausschalten, aber mich, weil ich ja ein Eindringling bin und er quasi zum Casino gehört. Aber womit er nicht gerechnet hat, ist, dass ich Sprache 65 habe und die Halsbänder. Für jemanden, dessen Leben an dem eines anderen hängt, sind sie ganz schön versessen darauf, denjenigen zu töten. Nein, die Halsbänder. Ich weiß jetzt, was passiert ist. Klar, meins ist aktiviert, aber es fühlt sich anders an, tanzt richtig. Ich kann sie umbringen und es nach draußen schaffen, während die Sicherheit sie durchbrät. Ich hätte eine reine Weste und freie Bahn zum Sierra Madre. Oh, ich verstehe. Also das, was uns der Alte gesagt hat, ist, dass wir wenig Zeit haben, ist, dass wenn wir jetzt Dean umbringen würden, hätten wir eine gewisse Zeit, um aus diesem Stockwerk zu fliehen, bis wir explodieren, weil die Halsbänder nicht kommunizieren, wenn wir unter einem anderen Stockwerk sind. Das heißt, dann kann er in Ruhe explodieren, wie er will, und mir passiert nichts. Und das weiß er jetzt auch. Clever. Ich hätte wissen sollen, dass Sie einen Fluchtplan haben. Ich halte nicht viel von Wetten. Ich bin zu weit gekommen, um es dem Glück zu überlassen. So wie ich das sehe, wollen sie zum Ausgang. Und nur ich weiß, wo der Schlüssel und wo der sicherste Platz im Theater ist. Hinter der Bühne. Sie sind hier unten gefangen und werden weder mit den Lautsprechern noch der Sicherheit oder den Türen fertig. Selbst wenn sie es versuchten. Hinter die Bühne gehen, jeden Lautsprecher zerstören, alle Schlüssel einsammeln, das Sicherheitssystem abschalten. Was? Was wollen Sie jetzt? Wieder hierher zurückkommen? Nein, Sie sind das Publikum. Ich meine nicht, dass Sie je hinter die Bühne kommen könnten. Der geklaute Schlüssel wird nicht funktionieren. Ach ja?
Sie sind ein mieser Lügner. Wir sehen uns, Dean. Wo zum Teufel sind denn diese verdammten Hologramme? Selbst wenn Sie es hierher schaffen, werden Sie nicht lange leben, glauben Sie mir. Das wollen wir sehen, Dean. Das wollen wir sehen. Weißt du, ich hatte eigentlich vor, euch am Leben zu lassen. Ach du Scheiße. Scheiße. Aber den Dean, den will ich umbringen. Okay, wir müssen uns da hinten hinschleichen. Die Dinger funktionieren immer noch. Wir hatten gerade ein langes Gespräch. Da darf man ruhig speichern, finde ich. Ah! Oh Gott. Ah! Aber ich muss da hinten hin. Ich hoffe, mich zu zeigen, wird euch nichts bringen. Ach, Dreck. Ach du Scheiße. Ja, hi. Okay, wir haben da hinten eine Tür aufgeschlossen, ne? Fuck. Okay. ja. Wir können übrigens nicht raus. Wir müssen drin bleiben. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Wenn wir in die obere Etage gehen, ist da auch noch eine Tür gewesen, die haben wir gesehen beim Piepen. Vielleicht bekommen wir die auf. Wieso schießt ihr sofort auf mich? Wieso haben die sofort auf mich geschossen? Ja, toll. Toll. Toll, toll, toll. Ich glaube, wir werden hier gleich sehr oft drauf gehen, weil irgendwie hatten wir gerade schon extrem viel Leben verloren und wurden angeschossen. Was ist denn das für ein Speicherpunkt, den ich gerade hatte? Das ist nicht der, den wir genommen haben. Wieso schießen die sofort auf mich? Ich hab doch nur gespeichert. Na, klasse. Okay, wir können es noch einmal versuchen, dann beende ich die Folge und dann mache ich das ein bisschen offscreen, bis ich den richtigen Weg gefunden habe. Weil hier ist anscheinend falsch. Also entweder explodieren wir oder wir werden getötet. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich werde hier ein bisschen rumlaufen und vor mich hin sterben und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ich den richtigen Weg gefunden habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.